Tag zusammen und herzlich willkommen zu Wildlife Park 2, der vierten Staffel. Und ich freue mich mega auf dieses Projekt, ich freue mich mega auf dieses Spiel. Und das ist das erste Mal Wildlife Park auf meinem neuen Kanal. Ich hoffe auch, es ist nicht das letzte Wildlife Park 2 Projekt. Und ich möchte euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen und vor allem dich, ja genau dich, du, der da eingeschaltet hat. Und herzlich natürlich einladen, falls dieses Let's Play noch läuft, kannst du gerne in die Kommentare schreiben, egal unter welche Folge. Ich sehe das, ich lese das, versprochen. Wenn du mitmachen möchtest, du kannst hier im Park einziehen als Tier, kannst mir schreiben, was für ein Tier du verkörpern möchtest. Das siehst du später im Let's Play, welche Tiere es gibt. Und dann bauen wir uns hier sozusagen so einen kleinen Park auf, wo dann ja, ihr wohnt, lebt. Und wir werden ab und zu bei euch vorbeigucken, vielleicht auch mal ein bisschen die Tiere züchten. Das haben wir so ein bisschen in den letzten Let's Plays vernachlässigt. Das möchte ich in diesem Let's Play mal ein bisschen nachholen. Und ja, was bleibt zu sagen? Genau, die Folgen. Also die Folgen kommen nicht regelmäßig, sondern ich werde das immer nach Lust und Laune aufnehmen. Werde mich aber bemühen, dass ich ein bisschen ja, Rhythmus reinbekomme. Es ist natürlich so, dass ich auch teilweise warten werde, bis ihr Kommentare geschrieben habt, bis wieder jemand geschrieben hat, hey, ich will mitmachen. Mir ist es eben bei den vorherigen Staffeln aufgefallen, dass wir immer 5-6 Folgen am Stück aufgenommen haben und dann haben 2-3 Leute auf der ersten Folge geschrieben und die mussten dann wirklich 5-6 Folgen warten, bis wir auf ihre Kommentare eingehen konnten. Deswegen werde ich immer zwischen den Folgen mal ein bisschen warten, bis ich wieder aufnehme. Es kann natürlich auch passieren, dass ich wirklich wieder mal einfach so im Spielefluss drin bin, dass ich 5-6 Folgen am Stück aufnehme, dann einfach warten. Ihr kommt auf jeden Fall auch dran. Ich werde jeden, der einen Kommentar da lässt und jeden, der mitmachen will, berücksichtigen. Ganz, ganz fest versprochen. So, und da hinten das Zebra läuft irgendwie... Ich bin ein Zebra. Ich... Naja. Okay, wir fangen an und gehen auf ein freies Spiel. Einstellungen habe ich schon gemacht. Ich habe mir auch schon überlegt, wo wir hingehen. Und zwar gehen wir nach Japan. Weil, aus Grund, Baum. Ist eine große Karte. Wir bekommen schönes Startkapital. Ich könnte das Startkapital eigentlich ein bisschen hochsetzen. Wollen wir es ein bisschen hoch? Ein bisschen? Nur ein bisschen. Bis wie viel könnte ich denn? Rein theoretisch. Reine Theorie. Okay. Okay. Ich glaube, bis 5 Millionen ging das. Bin mir aber nicht mehr sicher. Naja, so viel machen wir auf jeden Fall nicht. Okay, ich glaube, 5 Millionen konnte man machen. Ich will es jetzt aber nicht ausreizen. 1 Million ist gestellt am Anfang. Ich würde sagen, komm, 2 Millionen können wir uns schon gönnen, oder? Ja, komm. 2 Millionen können wir schon machen. Und ich denke, das passt dann schon. So. Machen wir es rund, damit es ein schönes Bild hat. So, 2 Millionen Startkapital. Entschuldigung, ich muss mich kurz räuspern. Bin gleich zurück. Oh Mann, Frosch im Hals. So, Startkapital 2 Millionen. Kartengröße groß, Wetter sonnig bis bewölkt mit Blitzen. Temperaturen von 1 Grad bis 30 Grad. Alles mit dabei, da hat alles drin. So, Wind 40% bis 100%. Genvorkommen 0. Ja, okay. Ohne Geld sorgen? Nein, machen wir nicht. Ich möchte hier auch wirklich was von meinem Geld haben. Ich möchte damit Probleme haben und alles drum und dran. Alles verfügbar machen. Wäre vielleicht interessant fürs Let's Play, mache ich aber nicht. Unsterblichkeit? Nö, sehe ich nicht. So, die anderen... Sollen wir uns die anderen Karten noch angucken? Ich glaube, die kann man sehen in den anderen Let's Plays vorher. Also, falls ihr die anderen Karten auch mal sehen wollt, die habe ich, glaube ich, im ersten Let's Play Wildlife Park und im zweiten und im dritten, weiß ich nicht mehr, irgendwo. Ich habe es auf jeden Fall gezeigt. So. Subtropisches Klima. Aufgrund seiner Nord-Süd-Ausrichtung hat Japan verschiedene Klimazonen. Vom kalten Norden bis in den subtropischen und stürmischen Teil des Landes im Süden. Hi.
So, gut, wo hier starten? Wir fangen an. Es beginnt jetzt die neue Staffel Wildlife Park 2. Die vierte Staffel. So. Ah, schön. Ich war schon so lange nicht mehr hier. Okay. Ich muss mich wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen und an das Spiel gewöhnen, glaube ich. Also bitte nicht schlagen, wenn ich wieder was falsch mache. Ich habe mir das vorhin hier schon mal angeguckt. Ich würde fast vorschlagen, wir gehen hier unten und fangen hier so an. Hier würde ich gern anfangen, so hier. Ich glaube, hier ist ganz gut. Hier ist ein großes Stück Ebene, also Flachland. Ich weiß, man kann Terraforming machen. Wir können das auch später noch machen. Das ist kein Problem. Aber jetzt für den Anfang... ja gut, ans Wasser ran wäre eigentlich auch eine schöne Idee, ne? Aber gleich am Eingang des Parks hier so einen Berg zu haben, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Oder wir fangen hier so an. Also auf der linken Seite, wenn ihr unten mal auf die Karte guckt, auf der linken Seite so ungefähr hier. Ich sollte vielleicht erstmal pausieren. So, ne? Wäre auch eine Option. Ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen kann es sein, dass ich mich ein bisschen heiser anhöre. Mann. Das Wetter, Freunde, das Wetter. So, hier. Könnten wir eigentlich auch machen. Dass wir den Parkeingang hier hin machen. Wieso das bei mir immer so lange dauert, bis ich mich da entschieden habe. Ich habe eigentlich vor der Aufnahme schon reingeguckt und fest gesagt, ja, hier unten, hier machen wir den Parkeingang. Das war für mich felsenfest. Gut, ich habe eine halbe Stunde überlegt, wo ich es mache. Aber, Mensch, ich habe ständig einen Frosch im Hals. Es tut mir leid. Unheimlich leid. Mann. Ja, ich würde fast... Komm, bevor ich jetzt hier ewig rum überlege, ich mache einfach... wir fangen an mit einem Parkeingang. So, direkt hier. Ach komm, was soll's. Einfach hier hin. So ein bisschen rein möchte ich schon. Könnte man eigentlich auch mal schräg machen. Aber nee. So, Plocks. Der Park ist fertig. So. Eingangsgebäude. Okay. Konnte man den Park nicht auch irgendwo benennen? War da nicht auch irgendwo ein Feld dafür? Ich glaube schon. Aber das hier war das nicht, oder? Da konnte man Werbung schalten, Preis anheben, verkaufen, schließen. Also momentan ist geschlossen. Und wieso läuft hier im Regen schon wieder Besuch rum? Wir haben noch gar nicht offen. Verdammt, ich war zu langsam. Okay. Wir brauchen jetzt erstmal einen gewissen Grundstock, eine gewisse Grundordnung. Und wer meine vorherigen Let's Plays gesehen hat, weiß, dass ich da immer sehr, sehr viel rumbastel und rumbaue. Und diesen Steinweg fand ich eigentlich damals schon immer schön. Wie ging das nochmal? So, genau. Den möchte ich eigentlich auch beibehalten, weil den finde ich eigentlich ziemlich geil. Der gefällt mir sehr, sehr gut. So, okay. Wege bauen, das konnte man ja natürlich auch. Wenn ich... Ah ja, hier. Genau, das war das. Ich möchte eigentlich hier beim Eingang einen großen Platz erstmal haben. Begradigen. War das das? Ich glaube, das war das hier, ne? Genau, das war das. Erstmal hier möchte ich erstmal alles glatt haben. Die Natur muss weichen, dem Menschen. So. Alles von hier innen nach außen kehren. Dann haben wir erstmal Platz, um hier anzufangen. So. Hier waren die Wege. Dann würde ich fast behaupten... Oh, können wir schon ein bisschen übertreiben, können wir schon, oder? Komm. So, kommt das hin? So. Ich glaube, das war... das war zu viel. Egal. Egal, egal, egal. Ganz entspannt. Machen wir es halt so. So.
erstmal hier auf jeden Fall so einen Vorplatz machen. Und von dem zweigt dann alles ab. Von dem geht dann erstmal alles aus. Sehr schön. Dann hätte ich gerne noch... Kann ich jetzt hier... Ich möchte das Ganze so... Wir sind ja in Japan. Ich möchte das auch so ein bisschen in dem Stil halten. Ein bisschen wenigstens. Kann ich hier... Kann ich hier bauen? Ich kann hier anbauen. Ja, geil. Cool. Wusste ich gar nicht, dass das geht am Eingang, am Parkeingang. Was mache ich hier denn? Eiche doof. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch eigentlich nur hier vorne und dann vielleicht ein bisschen nach vorne ziehen. Ne? Also falls ihr auch Ideen habt, immer her damit. Ich bin immer für Ideen offen. Einfach in die Kommentare klatschen. Und ich werde es auf jeden Fall lesen und vielleicht sogar durchsetzen. Ne? Kommt auf die Idee drauf an, ob mir die gefällt oder nicht. So, und schreibt mir, wie gesagt, wenn ihr eine Rolle in dem Park übernehmen möchtet, wenn ihr eine Tierrolle übernehmen möchtet. Schreibt mir auch, wenn ihr für eure Artgenossen Namen habt, wenn ihr einfach ein bestimmtes Tier zum Beispiel in dem Park, ihr wollt nicht selber mitmachen, ihr wollt... gar keinen Namen vergeben, aber ihr würdet gern, dass ich bestimmte Tiere in den Park einziehen lasse, könnt ihr auch gerne in den Kommentare klatschen, mache ich dann auch, fest versprochen. So, für den Parkeingang erstmal Toiletten, finde ich, ist eine ganz wichtige Sache, weil ohne Klo ist blöd. Hier so in die Ecke? Ich glaube, hier so in der Ecke ist das gar nicht schlecht. Jo. Und am Eingang natürlich gleich noch ein Souvenirshop. Der ist ein bisschen zu groß. Okay, kein Souvenirshop. Ein Eisstand. Eis kann man immer gleich auch am Anfang kaufen. Das ist kein Problem. Das geht ganz gut. So, was haben wir denn da? Ich dachte, wir hätten... Habe ich da was verwechselt? Ach nee, hier ist es ja. Vogelhaus, da haben wir es ja. Gut, dann gucken wir mal bei den Tieren rein. Das ist ja dann eigentlich das Wichtigste. Papagei. Oh, hier. Finde Nemo. Schön. Was ist das? Schollen. Okay. Ratte. Weißrückengeier. Okay. Dann Häschen. Was haben wir hier? Krake. Also wie ihr schon seht, da ist einiges dabei. Da ist einiges dabei. Was ist das hier? Rot, was? Roter Thunfisch? Lecker. Okay. Okay, okay. Oh, ich möchte auf jeden Fall wieder Schwertwale haben, Orcas haben. Weißspitzenriffhai. Ja, Meerestiere werde ich auf jeden Fall ein paar machen. Was ist denn mit Einhorn? Jawohl. Einhörner werden wir auf jeden Fall auch haben. Letzten Endes eine Meerjungfrau werden wir auch haben. Natürlich. Und Drachen. Alles. Das volle Programm. So. Dann wollen wir mal gucken. Wir haben einen Eisstand. Wir haben Toiletten. Das reicht ja auch für den Anfang, ne? So. Ein Geldautomaten. Ja, klar. Die Leute müssen ja Geld abheben können, weil sonst ist hier ja nichts mit... Hier so im Eingang? Ach, weißt du was? So, dann können die Leute auf jeden Fall schon mal Geld abheben, denn Geld werden sie brauchen. wir müssen... Ich würde gern hier in der Mitte... Wie habe ich denn das damals gemacht? Also, für die Leute, die mich nicht kennen, nicht wundern, ne? Das dauert bei mir immer ein bisschen länger. Das ist ganz normal. Da sich nicht wundern. Ach Moment, das waren ja Wege. Musste ich die nicht löschen? Genau, die musste ich löschen. So. Für die Leute, die mich nicht kennen, nicht wundern. Bitte, bitte nicht wundern. So, hier machen wir einen Grünstreifen rein. Weil wir es können.
So, dann hätte ich gerne hier auf jeden Fall erstmal Sitzgelegenheiten. Zack. Und hier nochmal. Zack. Komm. Zack. Dann natürlich Mülleimer. Weil der Park soll schließlich sauber bleiben. Machen wir hier auch noch. Ich würde sagen, hier vorne machen wir nur so in die Ecken, ne? So schräg. Soll ja so ein bisschen der Parkeingang werden. Da kann man das schon so ein bisschen machen. So, und da hätte ich jetzt gern ein bisschen Grün. Und ich liebe diese Bäume. Ah, japanische Kirschblütenbäume. Meine absoluten Lieblingspflanzen. Aber der hier ist auch richtig, richtig nice. Vielleicht ein bisschen wuchtig für den Parkeingang. Aber ganz ehrlich. Weißt du was? Die machen wir hier an der Seite hin. Da muss ich dann bloß gucken, dass es denen auch gut geht. Aber für hier drin ist es, glaube ich, ein bisschen wuchtig. Da würde ich eher zu sowas hier neigen. Und dann an den Seiten vielleicht noch ein bisschen was mit Farbe. So die kleinen hier. Ne, das sieht doch. Das kann man doch. Das geht doch. Oder? Das geht doch. So, was ist das hier? Kohlpflanze. Warum nicht? Warum nicht ab und zu mal einfach eine Kohlpflanze? So, was haben wir hier? Ein paar Steine. Kann man ja auch hier. Muss ja nicht nur im Gehege sein, ne? Steine gibt es ja auch sonst. Nö, also wer von euch noch keine Steine gesehen hat in der Natur, der sollte zum Augenarzt gehen. Okay. Was haben wir denn hier noch? Okay, ein Futtertrog, glaube ich, passt da jetzt nicht so wirklich hin. Ach ja, stimmt, wir müssen ja auch Heizungen und so. Ah, oh Gott. Ich habe viel zu lange nicht mehr Wildlife Park gespielt. Jo, da wäre jetzt nichts mehr dabei. Dekoration. Bisschen groß, bauen wir später irgendwo ein. Ja, so ein japanischer Schrein am Eingang, das kann man schon machen. Wir sind ja in Japan, also, ne? Wieso auch nicht? Da mache ich aber nur einen hier so in die Mitte. So, da steht eine Widmung drauf, da steht drauf YouTube, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kann jemand Japanisch? Was steht denn da drauf? Was steht denn da? Wahrscheinlich Tierpark oder so. Wildlife Park oder sowas. Dann gucken wir mal weiter. Was sieht ich? Ein Pavillon. Entschuldigung, ich wollte das Mikro noch muten, aber dann hört ihr mich wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja, gut. Das kann man ja jetzt auch erstmal so belassen, würde ich sagen. Für den Parkeingang, jetzt für den Anfang ist es ganz okay. Wir werden immer mal wieder ein bisschen dran bauen. So, dann müssen wir natürlich für die Futterversorgung der Tiere sorgen. Da würde ich auch ganz gerne keinen Weg hinbauen, denn das soll ja für die Besucher nicht sein. Und da müssen wir auch, glaube ich, gar keine Wege hin machen. Möchte ich gerne hier so in der Ecke haben. Mal gucken. Dann machen wir hier eine Klippe draus. Dann ist das auch ein bisschen versteckt. Hinten im Eck. Da machen wir uns so ein bisschen Platz. Und dann kann man da hinten die ganze Versorgungsschiene machen. So, dann würde ich fast sagen, wir machen da noch einen größeren hin. So, so einen kleinen Berg. Kleines Gut. So, notfalls können wir es da hinten ja noch ausbauen. Das ist ja kein Problem. Sollen wir da einen Weg hintermachen? Eigentlich ja nicht, ne? Wofür? Brauchen wir ja nicht. Versorgungsgüter. So, wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein Gewächshaus. Und ich merke gerade, der Platz, ja, der Platz reicht vollkommen aus. Super Idee, Eichi. Das ist, ja. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen größer machen. Nein, größer, nicht kleiner. Größer, größer.
viel größer. So, das hier weg. Alles ein bisschen begradigen, dass wir hier ein bisschen Platz haben. Und dann machen wir hier wieder eine Hügellandschaft hin. Oh, Freunde, ich werde auch nur die erste Folge heute aufnehmen. Und dann erstmal auf eure Kommentare warten und was ihr dazu sagt, weil ich muss echt mich ein bisschen auskurieren. Ich, mein Hals. Deswegen hat es jetzt auch ein bisschen gedauert, bis die erste Folge Wildlife Park kam, weil ich wirklich meine Stimme. Also mir geht's nicht schlecht oder so. Ist alles okay, ich bin nicht krank geschrieben oder sonst was. Hab natürlich viel zu tun, deswegen konnte ich auch nicht aufnehmen, aber letzten Endes habe ich mich immer, wenn ich Zeit gehabt hätte, dagegen entschieden, weil einfach meine Stimme total am Abkacken ist. Das ist momentan echt ein Problem. Und das nervt. Das nervt unglaublich. So. Machen wir hier mal ein bisschen mehr. Berg. Ein bisschen mehr Berg. So, okay. Jetzt habe ich wieder keinen Platz. Ja, ein bisschen geht schon. Ein bisschen wird schon gehen. Okay, Versorgung. Gewächshaus. Können wir eigentlich dann... Ich drücke immer Escape, um das abzubrechen, wenn ich mich verklickt habe. Nein. Perfekt. Okay. Das Gewächshaus haben wir. Dann brauchen wir natürlich einen Wasserturm. Der passt hier ins Eck noch perfekt. Genau deswegen habe ich da nämlich jetzt ein bisschen rumgedruckst, dass ich hier noch einen Wasserturm und später vielleicht hier noch einen zweiten hinbekomme. Momentan reicht mir einer erstmal. Eine Geflügelfarm hätte ich aber gerne auch noch. Die passt hier hinten noch hin. Perfekt. Und natürlich Fischzüchterei. Genau, die brauchen wir auch unbedingt noch. Die Bergfisch. So, perfekt. Okay. Haben wir da noch mehr zu bauen? Nö, das war's. Wunderbar. Okay. Dann sollten wir hier vielleicht noch ein bisschen... Das könnte ich jetzt aber echt mit den Dingen hier machen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen groß. Mache ich da jetzt nur Wege oder zementiere ich das Ganze hier zu? Ich glaube, ich mache nur Wege. Die müssen nicht gerade sein, die können ruhig ein bisschen verschrobelt sein. Das ist okay. So. Hier hinten ist auf jeden Fall die Versorgungszentrale des Parks. Fisch ab in Produktion brauchen wir. Was haben wir hier? Produktion. Moment, nochmal kurz gucken. Fisch ist in Produktion. Die Produktion ist gestartet. Kosten bis 3 pro Kilo. Okay, 3 Pesos. Yen, 3 Yen natürlich. Wir sind hier in Japan. Produktion monatlich 200. Man könnte jetzt die Produktion hochtreiben. Oder runtersetzen. Momentan treibe ich sie mal runter. Einfach weil wir momentan noch nicht so viel Fisch brauchen. Vorrätig 33 Kilo. Das ist okay. Momentan ist das okay. Ich glaube Fische... Ja, wobei... Lass mal lieber auf 200. Ich glaube, damit fahren wir ganz gut. So, die produzieren schon. Wunderbar, perfekt. So, hier. Gewächshaus. Ist jetzt die Frage, was wir produzieren wollen. Das wissen wir ja noch nicht. Auf jeden Fall Grünfutter brauchen wir auf jeden Fall. Korn brauchen wir auch. Gemüse. Ach, komm. Wir schmeißen sämtliche Produktionen an. Davon haben wir 3 Kilo vorrätig. Davon 13, 19, 13. Davon noch gar nichts. Ich weiß nicht, wie... Ich stopp mal die Bambus.
Gemüse und Obst möchte ich auf jeden Fall machen. Grünfutter, das Kornfutter stoppe ich auch erstmal noch. Ich produziere erstmal die drei. So, was haben wir hier oben? Natürlich Fleisch. Produktion starten brauchen wir auf jeden Fall. So, die Produktion läuft. Müssen wir das Wasser auch starten? Tatsache. Okay. Wasserproduktion läuft. Dann... Wieso ist der Park wieder auf? So. Der Eingang ist gemacht. Jetzt ist es natürlich so, wir brauchen natürlich auch ein paar Tiere. Wer, wie gesagt, die vorherigen Staffeln gesehen hat. Wir brauchen natürlich auch ein paar Tiere, die sich dann vermehren. Mit denen wir natürlich ein bisschen Geld verdienen können, dass wir auch weitere Tiere in den Park einziehen lassen können. Da hat sich früher eigentlich immer angeboten, was waren das? Ich glaube, Strauße haben sich da ziemlich angeboten. Deswegen werde ich jetzt erstmal mit Straußen anfangen. Und in der nächsten Folge dann gehe ich auf die ersten beiden Kommentare ein. Da werde ich aber auch in dieser Folge schon mal... soll ich das in dieser Folge schon machen? Ja, es gibt auf jeden Fall in der nächsten Folge, in der zweiten Folge wird es dann Wölfe geben. Und da hat der gute Sekunde. Wölfe? Ich habe doch vorhin Wölfe. Ah, hier. Genau. Wolf. Das hier sieht aus wie ein Schneewolf. Das ist aber ein Polarfuchs. Kann man ja mal verwechseln. So, auf jeden Fall die gute Maya. Liebe Grüße an dich. Und der gute Flecken. Möchten zufällig beide Wölfe werden. Das heißt, ihr werdet euch ein Gehege teilen. Und Maya hat mir auch noch die andere Bitte geschrieben. Mache ich natürlich auch, Maya. Mache ich, selbstverständlich. Das waren... Sekunde, ich lese kurz mal die Nachricht von dir nach. Waschbären. Du möchtest gerne Waschbären im Park haben. Mache ich. Mache ich sehr gerne. Gibt es Waschbären? Ja, hier. Waschbär. Wird es dann auch geben, vielleicht in der dritten Folge, vielleicht auch in der zweiten. Mal gucken, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall in der nächsten Folge werden wir hier Wölfe hinzuziehen lassen. Und jetzt machen wir noch schnell ein Gehege für Straußenproduktion, einfach damit wir auch ein bisschen Geld nebenbei verdienen können. Das soll die Strauße natürlich nicht irgendwie herabsetzen. Auf keinen Fall. Ich mag Strauße, das sind tolle Tiere. Ich mag eigentlich alle Tiere. Es gibt keine Tiere, die ich nicht mag. Deswegen... Nicht schreien, nicht die Faust erheben und schimpfen. Die haben draußen nur. Nein, die sind nicht nur zum Geldverdienen da. Ich mag die auch. Ist jetzt bloß die Frage, machen wir Steinmauern oder... Ich meine, diese Holzpalisaden würden jetzt eigentlich zum Japan-Stil besser passen. Ich fange einfach mal mit denen an. Ihr könnt dann ja mal in die Kommentare klatschen, ob ihr lieber so ein bisschen mehr... Steinmauern hättet oder eher doch so Zäune und sowas. Oder ob ich das wirklich auf jedes Tier abstimmen soll, was halt besser passt. So für Pferde und sowas passt jetzt Holz besser, finde ich. Für andere Tiere würde ich auf jeden Fall eher Mauern machen. Keine Ahnung. Drachen wahrscheinlich eher hier sowas. Hochsicherheitszaun. Könnt ihr einfach mal eure Meinung reinschreiben oder ob ich alles einheitlich machen soll. Ich glaube aber, dass die Holzpalisaden und sowas schneller kaputt gehen. Aber gut, würden wir auch hinkriegen. Dann würde ich fast behaupten, wir machen die Strauße hier gleich am Anfang. Soll ich jetzt viereckig bauen? Ich baue jetzt erstmal viereckig. Später baue ich nicht wieder alles viereckig. Später mache ich auch mal was rund. Und schief und bucklig. Es muss ja nicht immer alles gerade werden. Das gefällt mir jetzt aber nicht hier. Wieso drücke ich immer Escape? Das gefällt mir nicht. Das möchte ich eigentlich begradigt haben. So. Okay. Und wie gesagt, tut mir leid, dass ich heute nicht ganz so auf dem Damm bin. Ich bin ein bisschen erkältet und mir geht es nicht allzu gut. Und deswegen... Aber ich wollte nicht noch länger warten. Ihr wartet schon seit 2 Wochen, dass endlich Wildlife Park wiederkommt. Und ich habe es versprochen. Und dann werde ich krank. Das ist so... So. Deswegen habe ich mich jetzt für die erste Folge durchgerungen. Die zweite wird noch ein bisschen dauern dann. Weil ich da einfach wieder topfit sein will. Und dann werde ich gleich 5, 6 Folgen am Stück aufnehmen. Das mache ich dann.
Und dann, ne? Dann ist erstmal was da und dann kommt auch ein bisschen regelmäßiger Wildlife Park, damit ihr was zu sehen habt. Wieso bewegt er sich eigentlich? Habe ich wieder auf Play gedrückt? Egal. So. Machen wir hier einfach mal den Weg hin. Wobei wir da ja gar keinen... Da müssten wir eigentlich gar keinen Weg hinmachen. Das ist eigentlich totaler Blödsinn. Weil das ja eigentlich nur für die Pfleger ist. Und ich finde, wir könnten... Wenn ich hier mal... Darf ich hier mal gucken? Ja, dann haben wir hier nämlich den Weg halb im Gehege drin. Das ist nie so schön. So. War mir jetzt egal. Und das war sowieso schief. Ja, gut. Ich habe ja gesagt, es muss nicht gerade werden, deswegen. So, das wieder weg. Hier hätte ich gerne wieder Grünfläche hingepflanzt. Sehr schön. Und ihr wartet jetzt nochmal kurz. Einen Parkeingang. Ich hatte ihn doch gerade. Bin ich dumm? Bin ich dumm? Ach, der war hier mit drin. Bin ich dumpf? Bin ich dumm? So. Könnte man eigentlich hier hinten hin machen, den Eingang, weil, wie gesagt, ist ja nur für Personal. Das ist ja eigentlich ziemlich Wumpe. Die Leute sollen aber natürlich zu den Gehegen hinkommen. Ich würde aber ehrlich gesagt lieber um die Gehege rum keine Wege machen, sondern die Wege wirklich nur für die Leute zum Durchlaufen. Aber an den Gehegen selber diesen hier. Ich mag diese Färbung einfach, dieses Braun in dem Stein mit drin. Deswegen ein bisschen kleiner. Einfach hier so. Das kann ruhig fleckig sein, das kann ruhig... Muss auch nicht gerade sein. Das passt schon. Das soll ruhig so ein bisschen locker werden. Nicht so gequält. Vor kurzem war ich auch in einem Tierpark und die sind vom Stil her, zumindest der eine ist vom Stil her ganz anders aufgebaut wie meiner. Und der Tierpark, in dem ich war, der lebt auch von Spenden. Und die Tiere können sich da frei bewegen. Es gibt auch nicht jetzt fleischfressende Tiere, keine Tiere, die sich gegenseitig zerfleischen, sondern das ist alles richtig schön offen und groß und man kann die Tiere füttern und die werden zu nichts gezwungen, die haben Platz, die haben einen kleinen Wald, wo sie sich verstecken können. Das war echt schön. Da habe ich mich dann reingesetzt, habe Mittag gegessen mit Freunden. War schön. Ne, gefällt mir auch besser wie so ein Zoo, muss ich ganz ehrlich sagen. Teilweise sind die Zoos ja meiner Meinung nach nicht so toll. Weil einfach, weiß nicht. Wenn auf einem Schild steht, ja, dieser seltene Schneeleopard läuft am Tag 3700 Meter, keine Ahnung, Kilometer wäre jetzt ein bisschen weit, aber ihr wisst, was ich meine, ihr versteht mich. Der hat ein Territorium eigentlich von 12 Hektar oder 50 Hektar und dann hockt er in so einem 2x2 großen Käfig aus Glas und hat da so einen, weiß nicht, so einen alten Gummireifen zum Spielen. Das ist so ein bisschen, Alter, ist der Zaun hier schief, ist egal. Das finde ich immer so ein bisschen nicht so schön. So, wir brauchen einen männlichen Strauß auf jeden Fall. Wir brauchen einen weiblichen. Wir brauchen zwei weibliche. So. Ich widme den Straußen. Hallo? Ach, hier unten ging das ja. Genau. Strauß 1 wird unser guter Tizzy. Und Tizzy gönne ich's. Tizzy kriegt zwei Damen. So, da machen wir doch einmal... Wie nennen wir Tizzys Angebetete? Oder die beiden Angebeteten? Ich lasse das jetzt mal aus. Vielleicht habt ihr Ideen. Da kann ich ja in der zweiten Folge... Da mache ich jetzt einfach mal ein Fragezeichen rein. Da können wir in der zweiten Folge mal gucken, ob wir da zwei schöne Namen für Tizzys Begleiterinnen finden. So, noch schweben sie in der Luft, weil Pause ist. Aber dann können wir jetzt ja eigentlich mal laufen lassen und gucken, was die so brauchen. Das habe ich immer so gemacht.
Dieser Boden ist mir aber zu weich. Konnte man da nicht auch irgendwie so gucken? War da nicht auch was? Genau, hier ging das doch. Bewegung. Bodenhärte 40 bis 60. 40 bis 60. Gut. Konnte ich nicht hier auch schnell gucken? Ah, hier. Lol. Dieser Boden ist mir aber zu weich. 40 bis 60. Dann schauen wir doch mal. Gras. Gut, Erde würde gehen. Nein, das geht nicht. 20, 55. Das würde auch gehen. Savannengras. Machen wir doch mal ein bisschen Savannengras. Savannengras, wer mag kein Savannengras? Das kann auch jetzt hier wirklich über den Zaun rausgucken. Das macht gar nichts. Das ist wirklich beabsichtigt von mir, weil das einfach in dem Tierpark so sein soll. Ne? Das soll da ja unten durchrutschen und das soll hier sich überall verteilen. Ne? Das hat nichts damit zu tun, dass es nicht sauber sein soll. Um Gottes Willen. Es soll einfach nur realistisch sein. So, dann machen wir hier mal ein bisschen davon was rein. Das passt. Dann Erde können wir natürlich auch machen. Machen wir auch mal ein Fleckchen Erde rein. So, was haben wir denn noch? Torf. 40. 60, 80, 30. Laub. Machen wir ein bisschen Laub noch. Wer mag kein Laub? Ich liebe Laub. Torf. Ja. Ja, ja, gut, machen wir Torf. Der Rest wird einfach Torf. So, Wiese mögen sie nicht. Schöne grüne Wiese, alle mit Torf zu pflastern. So, so ist das wenigstens ein bisschen bunt. Und so kann man das lassen, denke ich. Okay. Dann brauchen sie natürlich einen Tierpfleger. Wo kommt denn der jetzt hin, der gute Mann? Gut, der muss sich ja nur um diesen Bereich kümmern. Ich möchte natürlich an den Tierpflegern sparen, wo es geht. Das heißt, ich setze jetzt mal dieses Häuschen hier hin. Zack. Das kann ja auch ruhig schief und bucklig und krumm sein. Das stört mich ja alles nicht. So. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich wieder so ein bisschen in das Spiel reinkommen muss. Aber das wird schon, Freunde. So nach und nach wird das schon. Zack, zuweisen. Erstmal nur die Strauße. Das kann ich ja später noch ändern. Konnte ich den nicht auf ein bestimmtes Gehege auch zuweisen? Nee, ich konnte das, glaube ich, nur verschieben. Okay. Tierpfleger 1. Der Horst. Das ist unser Horst. Der kümmert sich erstmal um meine Strauße. So, was hast denn du jetzt? Ich bin so durstig. Ja, das kann ich verstehen. Ohne was zu trinken ist doof. Dann machen wir hier doch so einen schönen Wassertrog rein, würde ich sagen. Direkt hier oben ins Eck. Dass der auch ohne Probleme immer nachgefüllt wird, wenn ich das später nämlich verziehe hier. Wenn ich hier den Radius dann ändere, dann nur noch so mache, dass praktisch der Radius auch an andere Tiergehege rankommt, dann ist es praktisch, wenn das hier oben in dem Eck ist. Das habe ich früher auch nie bedacht, aber so kann man, glaube ich, echt Tierpfleger sparen später. Und die kosten ja auch teuer Geld. So, ich glaube, Grünfutter war das, ne? Grünfutter, ja. 3 Kilo am Tag. Alter. So, Grünfutteranlagen. Die ist zu hoch. Da kommen sie. Wieso drücke ich immer Escape? Die ist zu hoch, da kommen sie nicht hin. Futtervorrichtung, Grünfutter. Futtervorrichtung, Grünfutter. Dann nehmen wir doch gleich die große hier. Zack. Machen wir noch eine kleine hin, daneben, falls zwei fressen wollen. Das Dessert sozusagen. So, okay. Ja, Savannengras ist echt schön. Gut, mangelt's euch nun an noch etwas? Mir geht's prima. Das ist schön, Fragezeichen. Das ist schön, Fragezeichen. Okay, denen geht's auf jeden Fall gut.
Mir gefällt das Gehege jetzt momentan aber auch noch nicht so wirklich ganz hundertprozentig. Also ich möchte noch ein bisschen was machen. Ist jetzt die Frage, was wir machen. Hier vielleicht so ein bisschen Wasser. So ein ganz kleines bisschen Wasser. Ich glaube, müssen wir aber echt tiefer machen, weil sonst schmeißt uns wieder die Pumpe. So. Das ist zu tief. Das ist viel, 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 viel zu tief. So, neuer Versuch. So. Ich könnte ja die Senke auch so machen, aber... Das? Ja, das geht. Das geht. Perfekt. Okay, das könnte sogar klappen. Denn wir können hier nicht einfach Wasser reinpflanzen, sondern wir brauchen eine Pumpe. Und die Pumpe war... Das weiß ich noch ganz genau. War die hier? Seht ihr? Ich kenne mich da voll aus. So, Pumpe war hier und die passt da nicht rein. Toll. Nö, passt nicht rein. Das heißt, wir müssen eigentlich das ein bisschen... So, das war jetzt wahrscheinlich wieder viel zu viel. So viel wollte ich eigentlich gar nicht machen. Verflucht. Was habt ihr denn jetzt? Gefällt mir nicht. Okay. Das wollen die gar nicht. Okay, die wollen also... Ja, dann kann ich eigentlich gar kein Wasser reinmachen. Das ist zu wenig für Wasser. Ich könnte wirklich höchstens... Hilfe, Christ. Ich könnte höchstens etwas versuchen. Und zwar, dass wir das Ganze... Aber ich glaube, das wird auch nichts. Ich glaube, die mögen einfach das Gebirge nicht. Das gefällt ihnen auch gar nicht. Gut, machen wir's. Lassen wir's. Ist ja auch egal. Ne? Wir können ein paar kleine Hügel später machen. So, damit nicht alles ganz schnurgerade ist hier, machen wir halt ein bisschen so, ein bisschen hügelig. So, passt. Was ist jetzt schon wieder? Was? Dieser Boden ist mir aber zu weich. Was, Mädel? Auf was stehst denn du? Moment, auf Torf? Torf ist ihnen zu weich? Wieso das denn? Ich dachte, das ging. Moment. Bodenhärte 40 bis 60. Und Torf hat 40. Sollte eigentlich gehen, aber gut. Bitteschön, die Damen. Überhaupt kein Problem. Dann gibt es eben mehr Savannengras. Alles gut. Entschuldigung. Ich dachte, ich bringe ein bisschen Farbe rein, aber kein Wasser, kein... Ja, ist okay. Alles gut. Da liegen schon wieder Köttel. Und ich drücke schon wieder Escape. Oh, Freunde. So, ein Unterstand. Daran werde ich gerade erinnert. Ein Unterstand. Wo waren die jetzt wieder? Hier. So, hier beim Essen? Vielleicht auch nicht. Hier hinten so in der Ecke. Das sieht doch ganz gut aus hier.
Einfach ein bisschen Sonnenschutz, ein bisschen Schatten, denke ich, kann man auf jeden Fall brauchen. So, Pflanzen wäre natürlich noch eine schöne Sache. Jetzt ist die Frage, welche Pflanzen können wir denn da... Bodenhärte. Okay, Temperaturen 10 bis 35 Grad. Wir brauchen Bodenhärte, ein bisschen härter, 40 bis 60. Das hier würde zum Beispiel gehen. Ja. Nö. Das hier würde auch gehen. Ich finde, das hier passt schon wieder so ein bisschen. Was ist das hier? 50 bis 70, 25 bis 40 bis... Das geht auch. Aber der gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Der hier andererseits finde ich eigentlich ganz nice. So, geht ihr jetzt auch in den Unterschlupf? Oh. Dem gefällt es da nicht. Dieser Boden ist mir aber zu weich. Gut, dann eben nicht. So, noch ein paar Pflanzen hätte ich gern. Ja, das Wetter gefällt mir nicht. Ja, dann geh doch in deinen Unterschlupf. Ich kann nichts dagegen tun, dass es regnet. Ich bin nicht Krösus. Ich bin nicht Gott. Ich kann das nicht ändern. Tut mir leid. So, mal gucken. Was können wir denn noch hier für Blümchen? Kurz mal gucken. 40 bis 60. Also der würde gehen. Direkt vorm Eingang. Toll, Eichi. Super Idee. So. Jetzt hätte ich eigentlich gerne noch so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so ein bisschen Savannengras oder sowas. Sowas hier, so kleine Büsche und so ein Zeug. Die wachsen eigentlich, die kann man eigentlich überall anpflanzen. 50 bis 80... Da ist immer noch Boden, der ihm nicht gefällt. Weicheren Boden. Okay, damit hat sich das erledigt. Die hätte ich jetzt echt schön gefunden, aber... Die halten einfach den Boden nicht aus. Mann, ich möchte noch irgendwie... So. Der gefällt mir halt hier. Weiß nicht. Kann man schon machen. Kann man das lassen? Ja, ich denke, man kann das schon. Ich denke, es geht schon. Gibt zwar Schöneres, aber hey. So, dann hätte ich gern noch ein bisschen was an Felsen und so. Aber damit es nicht ganz so karg aussieht. Machen wir hier noch einen hin. So, dann kriegen die daneben, wie bei mir immer, die Kleinen noch. Aber damit es nicht ganz so aussieht. So, Platz haben sie auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall klar. Haben wir hier noch was für die Schlingel? So ein Ding hier würde sich hier in der Mitte, glaube ich, noch ganz gut machen, ne? Zack. Okay. Gut, ich glaube, fürs Erste können wir das so lassen. Fürs Erste. Dann würde ich sagen, ich drücke mal auf Escape, obwohl ich es nicht... Hoffentlich gewöhne ich mir das wieder ab. Was hast du denn jetzt schon wieder? Dieser Boden ist mir aber zu weich, aber was? Savannengras, wo man hinsieht. So. Und es regnet schon wieder. Na prima. So, okay. Dann würde ich sagen, wir öffnen den Park. Wir brauchen auch unbedingt noch einen Namen für den Park. Also, wenn ihr Ideen habt, ich werde mir da jetzt mal nichts ausdenken. Wenn ihr einfach Ideen habt für den Park,
dann in die Kommentare klatschen. Wenn ihr mitmachen wollt, in die Kommentare klatschen. Ich freue mich mega darüber. Und das Mädel, jetzt geht der Junge und sie geht durch die Wand. Warum? Was sind das für creepy... Jetzt geht er auch durch die Wand. Auf die Mädchenseite rüber. Warum? Und jetzt... Sie fusionieren. Okay. Wir werden jetzt den Park eröffnen. In Betrieb nehmen. Zack, ist es offen. Es dürfen Leute kommen. Auf Play ist auch gedrückt. Brauchen wir noch was? Wir brauchen noch einen Müllmann, ne? Handwerker brauchen wir auch auf jeden Fall. Das möchte ich jetzt noch schnell machen. Das muss noch. Wir brauchen noch einen Handwerker. Zack. Wir brauchen noch einen... Tiertrainer brauchen wir momentan noch nicht. Einen Gärtner, ja, sollten wir eventuell auch noch bauen. Ich finde diese kleinen Häuschen hier dann auch am Anfang schön, so im Tierpark. Also ich mache das schon mit Absicht. Tiertrainer brauchen wir nicht. Ein Tierpfleger, ein Müllmann. Müllmann. Würde ich dann doch eher hier hinten so hinbauen. Erstmal den ersten. Da brauchen wir einen anderen Radius. Und zwar einfach mal hier vorne, dass du den Eingangsbereich sauber hältst. So, der Müllmann braucht auf jeden Fall einen Namen. Der Müllmann Jochen ist das. So, wo sind die anderen? Wo? Ah, hier, der Bauarbeiter. Das ist Handwerker Bob. Bob. Und der Gärtner. Ist es immer. Der Gärtner ist es immer. Das ist ein Inder. Das ist Gärtner Isesima. Isesima. So. Was brauche ich noch? Müllmann Jochen. Horst. Hat ja auch schon seinen Namen. Okay. Perfekt. Dann würde ich... Wieso leiden hier alle? Ich wollte doch jetzt die Aufnahme. Mir ist so kalt. Gut, der geht nicht. Der friert dazu. Ach, was ist mit denen? Mir ist so kalt. Okay, die gehen auch nicht. Da kriegen wir einfach die Temperaturen wahrscheinlich nicht hierher. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Naja gut, da gucken wir mal in der nächsten Folge, ob wir vielleicht ein bisschen was anderes finden. Jetzt mache ich das erstmal so. Und dann gucken wir einfach mal später, ob wir vielleicht noch andere finden. Was maulst du jetzt? Mir geht's prima. Mir geht's prima. Okay, dann passt's. Gut, Freunde, war schön. Und ich freue mich mega auf das Projekt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lasst einen Kommentar da. Ciao, ciao.